Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse Worship Podcast, wo wir uns wünschen, dass du in deinem Glauben bestärkt wirst, dass du deiner persönlichen Beziehung mit Jesus neue Schritte gehen kannst. Das vor allem auch durch Zeugnisse, die geteilt werden. Und diesen Lighthouse Worship Podcast wollen wir gemeinsam kennenlernen. Heute dabei Joscha Thonsen aus der Leuchtfeuergemeinde Eutin. Hi Joscha. Hi mein Lieber, moin. Na, hi, danke für die Einladung. Ich freue mich so sehr, dass es endlich klappt, dass auch alle technischen Hürden gemeistert sind. Das war ja ein wenig Weg, dass das jetzt funktioniert hat. Aber Gott ist gnädig und das ist das Allerwichtigste. Halleluja. Joscha, stell dich doch einfach mal vor. Wer bist du? Wo kommst du her? Und was machst du jetzt hier in diesem Lighthouse Worship Podcast? Genau, danke Nico. Ich bin Joscha, 33 Jahre alt, tatsächlich seit ein paar Tagen. Und ich wohne in Lübeck hier, gehe aber zur Leuchtfeuergemeinde in Eutin seit jetzt schon einigen Jahren und habe da dann über die Zeit dann die Lobpreisarbeit übernommen, zusammen mit Verena und Uli, zwei richtig, richtig liebenswerten Kolleginnen und Kollegen von mir. Und bin jetzt gerade dabei, mit meiner Frau hier vor Ort in Lübeck einen Campus zu gründen von Leuchtfeuer aus. Genau, und bin dann noch aktuell Grundschullehrer im Sabbatjahr. Oho, sehr cool. Als Lehrer, wo hast du denn studiert? Bist du in Lübeck quasi zur Uni, oder? Nee, ich bin in Flensburg in der Uni gewesen. Genau, das war so cool. zwischen meiner Heimatstadt und dann Referendariat und jetzt Lübeck so die Zwischenstation. Ja, mega. Joscha, du bist ja bestimmt nicht erst seit einem Tag Christ, sonst würdest du jetzt nicht eine Gemeindegründung mit begleiten und leiten. Deswegen so ein bisschen die Frage, wie bist du zum Glauben gekommen? Wie begann so deine Reise mit Jesus und wo begann sie? Ja, voll. Tatsächlich sind meine Eltern die ersten Christen in ihrer Family gewesen und haben da eigentlich so Stück für Stück einfach den Glauben mit reingebracht. Mittlerweile sind, ich sag mal, nicht mehr so viele übrig, die da noch widerstehen konnten. Genau, meine Eltern haben das ganz cool gemacht. Also die haben den Glauben auf eine sehr, sehr authentische Art und Weise einfach gelebt und uns als Kids da auch mit reingenommen. Wir werden ja nochmal zu dem Thema Lobpreis auch kommen, wo da die Wurzeln sind. Und die haben bei mir auf jeden Fall angefangen, so in meiner Zeit mit meiner Familie. Und meine Eltern haben immer wieder uns gesagt, auch gerade so im Teenie-Alter, so dieses, hey, wir glauben einfach, dass das wahr ist. Wir haben das erlebt, aber ihr könnt nicht unsere Beziehung zu Jesus leben, sondern ihr braucht eine eigene Beziehung mit ihm und haben uns da mit reingenommen, haben uns das Handwerkszeug mit reingegeben, wie wir ihn erleben können. Also ich habe schon vom frühesten Alter so seine Gegenwart kennengelernt. Mein Dad hat uns mit reingenommen, einfach in die Bibel, hat da so aus Kinderbibeln so einzelne Fotos dann abfotografiert und dann per Dia-Projektor oben an die Decke dann geworfen und saßen wir da gemeinsam und sind dann einmal quer durch die Geschichte von Noah und David und Goliath bis ins Neue Testament und so. Und da wurden, glaube ich, so die Grundstöcke einfach gelegt mit meinen Eltern. Wow. Und war das für dich dann recht natürlich, sowieso schon im Glauben zu sein? Oder gab es für dich noch so ein krasses Erlebnis, wo du sagst, da war wirklich so der Startschuss? Ich würd sagen, dass ich schon immer eigentlich, seitdem ich Kind gewesen bin, immer seine Gegenwart wahrgenommen habe und dass ich gespürt habe. Also ich habe nie daran gezweifelt, gibt es Jesus, gibt es einen Gott? Das war was ganz natürlich in meinem Leben so mit reingewoben gewesen ist. Ich glaube, Fragen waren eher manchmal in Bezug auf seinen Charakter, wo ich gemerkt habe, da habe ich irgendwie Blindspots gehabt oder da ihn einfach zu erleben als der er wirklich ist. Und da ist so ein definierender Moment für mich auf jeden Fall gewesen, als ich im Teenie-Alter war. Musik hat immer eine große Rolle in meinem Leben gespielt, worüber ich mich auch viel definiert habe oder was auch viel die Richtung, in die ich gegangen bin, irgendwie geprägt hat. Und wo ich eine Zeit lang als Teenie, kennt man das vielleicht, wo man auf der Suche ist, auch nach Identität und so weiter. Man ist viel im Umbruch. Ja. Ja. Und ich tatsächlich so eine Phase hatte,
wo ich so in diesem Heavy-Metal-Bereich drin gewesen bin. Nichts gegen Heavy-Metal. Heavy-Metal, man mag es nicht glauben, genau. Mein Kleiderschrank hat sich tatsächlich auf die Farbe, kann man nicht sagen, aber auf Schwarz sich da so eingependelt. Und ich habe irgendwann so für mich gemerkt, so irgendwie ist das, was ich gerade hier benutzt habe, als eine Krücke für mein nicht vorhandenes Selbstbewusstsein, ist irgendwie wie so ein kleines Gefängnis geworden, weil ich mich eigentlich danach gesehnt habe, einfach auch mal einen farbigen H&M-Pulli zu tragen. Ne? Aber wenn es deine Identität ist und deine Freunde mit in dem Bereich sind, also es waren sowohl meine Freunde in der Gemeinde, in der Jugend, ich hatte, als auch in der Schule, waren alle so in dem Bereich unterwegs. Und so diese Angst davor als Jugendlicher, dass du Freunde verlieren könntest aufgrund einer Entscheidung, die du einfach triffst, die nicht zu dem passt, was du eigentlich voraufgebaut hast und für das dich alle kennen. Das war so ein Ding. Und ich habe gemerkt, ich würde da gerne einfach raus. Ich möchte gerne einfach in diese Freiheit einfach rein. Habe auch immer wieder gemerkt, einfach in dieser Zeit, dass auch so, ich hatte schon Respekt davor. Es gibt bestimmte Bands auch so von der Ausrichtung her, wo ich dachte, boah, das geht nicht. Aber insgesamt habe ich schon gemerkt, es war nicht natürlich aus mir, sondern es war eher was ich mir selber aufgezwängt habe, ein Stück weit einfach. Also wie gesagt, nichts gegen Heavy-Metal-Musik, aber einfach, um mich ein Stück weit zu, da mir so eine Persönlichkeit aufzubauen. Und dann war es halt in diesem Punkt, dass ich gemerkt habe, hey, ich möchte da eigentlich raus, aber ich komm da alleine nicht raus so. Und da gab es so einen Moment, wo ich in meinem Zimmer gewesen bin. Und wie gesagt, ich kannte Jesus, ich kannte seine Gegenwart, und aber als Teenie und als Kind schon so viel erlebt, sei es über die Gemeinde, sei es irgendwie auch über das Glaubenszentrum in Bad Gandersheim, wo wir immer wieder Sommerbibelschule gemacht haben. Und dann war so dieser Moment, wo ich gesagt habe, Jesus, ich weiß, dass es dich gibt, und ich komme da alleine nicht raus und ich bitte dich, hilf mir. Und es war so ein Moment, so wo ich wirklich sagen kann, dass Jesus in dem Raum gewesen ist. Ich habe ihn nicht gesehen, ich habe nichts gehört, aber ich habe gespürt, dass er da gewesen ist. Und ich weiß nicht, was passiert ist, so in der geistlichen Realität oder so, aber was auf einmal in mir sich verändert war, dass ich auf einmal eine Festigkeit hatte und eine Überzeugung, dass das nicht mehr mein Leben ist. So. Und ich habe mir, glaube ich, am nächsten Tag habe ich mir ein gelbes T-Shirt gekauft, mit so einem Balsen Butterkeks drauf. Also, extreme andere Richtung. Hab mir dann auch nach einiger Zeit die Haare geschnitten und so weiter. Wie gesagt, nichts gegen lange Haare und so weiter. Also alles gut so. Aber es war einfach nicht ich und es war nicht das, was Jesus auch hatte so. Und ich habe tatsächlich auch in der Schule Freunde verloren dadurch, die da nicht mitgehen konnten so. Aber wo ich bis heute eigentlich verwundert bin, weil das Wichtigste für dich als Teenie ist, dass du Freunde hast, die hinter dir stehen und die da nicht so einen Verlust zu haben. Und ich habe das erlebt und trotzdem habe ich es nicht als Verlust empfunden, einfach weil Jesus und die Beziehung, die ich mit ihm aufgebaut habe und diese Freundschaft nochmal auf einem ganz anderen Level war. Und für mich hat es auch immer viel sich ausgedrückt über Musik. Und ich weiß noch, ich habe ganz genau danach gebetet, so Jesus, du kennst mich und du kennst mein Herz, aber ich kann nicht leben zu der Musik meiner Eltern. So, ich glaube, jede Generation braucht ihren Sound, aber auch die Musik, über die sie sich ausdrückt, so auch wo Glauben sich ausdrücken kann. Und und meine Eltern haben einen super Job gemacht, haben immer wieder mich so in Sachen mit reingenommen, aber das war es irgendwie nicht. Und dann kam der Moment, da habe ich Hillsong United kennengelernt. Und das war so die Antwort auf mein Gebet, ne? Genau, aber das war so einer der definierenden oder tiefen definierenden Momente, wo ich auch nochmal wo wir auch die Jungs und ich, wir hatten auch eine Band, unsere Eltern haben gesagt, hey, solange ihr christliche Texte macht, könnt ihr Heavy Metal machen. Wir haben uns gewünscht, dass es Heavy Metal wäre, es war wahrscheinlich eher Punk-Pop jetzt so im Nachhinein so zu schauen, aber einfach durch diesen Raum, den meine Eltern uns auch gegeben haben wir eigentlich da angefangen, die ersten Schritte in dem Bereich Worship einfach zu machen. Und tatsächlich sind wir alle durch so einen Prozess dann da durchgegangen, haben nochmal unser Leben ganz bewusst Jesus gegeben, haben so ein kleines Lagerfeuer im Garten gemacht, so einige Sachen verbrannt, ein paar Sachen mit der Axt bearbeitet und genau sind es einmal losgeworden so. Das ist so ein Moment gewesen, wo Jesus irgendwie alles neu gemacht hat. Und zweiten gibt es auch noch, da kommen wir vielleicht später nochmal zu, aber
Ja, also genau. Es ist ganz spannend, den Aspekt, den du gerade ansprichst. Und ich glaube, das ist etwas, wo einige, die offensichtlich mit Lobpreis beschäftigen oder auch als Lobpreiser unterwegs sind oder vielleicht auch grundsätzlich Musikliebende sind, etwas, was mir recht früh auch schon bewusst geworden ist. In dem Moment, wo ich mit dem Heiligen Geist das erste Mal eine Berührung hatte, habe ich gemerkt, du fängst an, unterscheiden zu können, selbst in der Musik. Also du hörst gewisse Musik und du weißt, die lösen gewisse Themen aus. Sie gehen in eine gewisse Richtung, haben eine gewisse Färbung und sie machen etwas in einem. So. Und das fand ich halt immer so krass. Ich habe früher auch viel Punk gehört und Pop-Punk, aber halt auch so Trance, Techno-Kram so ein bisschen, fand das immer ganz cool. Deswegen war auch Young and Free für mich ein riesiger Zugang damals in diesem Moment, weil es halt etwas aufgegriffen hat, was in mir rein musikalisch da war. Aber was ich sagen möchte ist, ich glaube, das ist etwas, was gerade Jugendliche und auch wir Erwachsene nicht unterschätzen sollten, was für eine Auswirkung eine selbst die musikalische Ausdrucksweise hat. Weil wenn wir heute schauen, selbst die Klassik ist bis heute das komplexeste und großartigste, was jeweils geschaffen worden ist und ist am Ende Lobpreis, ja, wie viele von diesen ganzen Künstler waren in Gott verliebt und haben Gott groß machen wollen mit ihrer Musik. Also es ist ein ganz, ganz großer Aspekt und voll schön die Ermutigung auch, auch für alle, die jetzt zuhören, einfach dem nachzugehen, was grundsätzlich für ein Herzschlag auch in einem Sound, in einem Klang, in einer Färbung drin ist und das auch zum Ausdruck zu bringen und zu sagen, hey, ich nehme den künstlerischen Aspekt und bringe ihn trotzdem in einen gottehrenden Inhalt mit den Worten, aber trotzdem auch in dem, wie wir Musik dann komponieren, ist zu Gottes Ehre zu tun und schon klingt es anders. Ne? Also selbst eine E-Gitarre, die entweder Metal zum Tode spielt, klingt anders, als wenn das wirklich zu Gottes Ehre getan wird, ne? Amen, ja. Absolut. Cool. Und wie bist du dann am Ende, du warst ja Teil einer Gemeinde, wie bist du dann in den Lobpreis so reingekommen? Hast du früh schon ein Instrument gelernt oder wie fing das für dich an? Ja, auf jeden Fall. Das war in meiner Family auch immer wichtig, dass jeder einen Sport macht und ein Musikinstrument lernt. Und da habe ich da auch mit Klavier angefangen. Die Blockflöte in der Grundschule lasse ich jetzt mal aus. Ob das Spielen war, sei mal so dahingestellt. Töne kamen raus. Richtig, richtig, genau. Aber tatsächlich hat das nochmal auch ganz neu für mich angefangen, auch was ich gerade meinte, ne? So dieses ganze Thema. So als wir die Jugendband hatten und so dann, wo die ersten Sachen mit Gitarre starten, aber ich tatsächlich so mein richtiges Durchstarten, auch was Worship anging, das war halt über unsere Band, die wir da hatten, Sound of Salvation, hieß wir damals, haben so Tapes aufgenommen und solche Sachen. Das war, ich glaube, richtig, richtig gut im Nachhinein, so weil es uns echt nah ans Herz Gottes gebracht hat und wir echt gewachsen sind dadurch und immer jeden Freitag immer was vorhatten. Und genau, da habe ich angefangen auf jeden Fall mit Schlagzeug. Ich wollte erst Gitarre spielen und habe dann irgendwie gemerkt, das war irgendwie noch zu feinmotorisch. und hat tatsächlich der Drummer, der als Drummer vorgesehen war, und ich, wir haben einfach mal so aus Spaß eine Position getauscht und haben beide gemerkt, das ist es. Und tatsächlich ist er dabei geblieben bei der Gitarre. Ich bin beim Schlagzeug erstmal geblieben. Für Jahre, wir sind halt irgendwann auch so, als wir uns dann alle nochmal so für Jesus bewusst entschieden hatten, so dieser definierende Moment, so sind wir nach und nach mal alle mit ins Worship-Team irgendwie mit rein bei uns in der Church. Aber die gesamte Band war vorher noch nicht so wirklich bei Jesus? Oder wie würdest du das? Oder gab es auch Nicht-Christen in eurer Runde? Nee, wir waren eigentlich alle mit Jesus unterwegs, aber es war alles so eine kleine Teenie-Selbstfindungsphase, würde ich es jetzt nennen. Dass manchmal, du weißt ja, okay, das ist die Wahrheit, ich habe sie erlebt und trotzdem ist da so ein gewisses Loch an Unsicherheit und so weiter, woraus du denn manchmal agierst und handelst, obwohl du weißt eigentlich, dass es nicht das ist, was dich erfüllt. So. Und von daher, das würde ich sagen, das war so ein Start auf jeden Fall, was auch cool war, als wir uns so aber ganz neu, ich weiß nicht, wie man sagt, nochmal neu für Jesus entschieden haben, neu dedicated haben, wie auch immer. Ja. Unser Jugendleiter, der dann uns auch mit übernommen hat, der ist selber im International House of Prayer gewesen in Kansas City. Ja. Und von daher, da sind schon ganz früh dann im Teenie-Alter bei uns dann so wirklich so Momente entstanden, wo wir uns auch mit reingenommen haben. Wir haben irgendwie dann Worship Nights irgendwie gemacht und so viel damit rein. Also ich habe ganz viel IHOP auch einfach gehört, so den Prayer Room.
Es war so ganz, ganz definierend für mich auch einfach, mir einfach meine Bibel zu schnappen und einfach Jesus zu singen. Also auch gerade als ich den Führerschein hatte, dann bin ich so in die Gemeinde gefahren, dann irgendwie haben wir mit Absicht immer die Nachtschichten ausgesucht. Weil es das Coolste ist, du bist da einfach so alleine, du bist einfach in seiner Gegenwart, es sind nur Jesus und du und deine Gitarre, also da kam die Gitarre schon mit rein und du singst ihm einfach und du betest Dinge aus und du weißt, es verändern sich gerade Dinge, weil der Schöpfer von Himmel und Erde gerade mit dir Gemeinschaft hat und weil er hört, wenn wir einfach unsere Stimme zu ihm erheben, wenn wir ihn anbeten, aber auch wenn wir Sachen einfach im Gebet freisetzen, sei es über unserer Stadt, über unseren Familien, in unserer Nation und das, was so ganz früh wir mitbekommen haben, auch so, sei es einfach mit der Bibel einfach dazu singen und auch so spontaneous worship, also so dieses, die Bibel beschreibt das immer als das neue Lied, das irgendwie kommen zu lassen und ihm Dinge, neue Chori dazu singen und so weiter. Also das ist schon ganz früh einfach mit drin gewesen. Ja. Und dann seid ihr als Gruppe eine Jugendband und habt ihr quasi euch da nochmal anders gefunden, habt einen Lobpreis gemacht und so bist du quasi in den Lobpreis reingekommen, auch im Gemeindekontext. Total. Was man auch noch dazu sagen kann, das ist, glaube ich, immer so das eine ist immer so, was man gemeindetechnisch macht mit der Band und das hat seinen Platz. Aber das ist mir auch super wichtig zu sagen, dass was auch parallel entstanden ist. Also als ich diese Entscheidung für Jesus getroffen hatte, war auch, dass ich ganz neu auch verstanden habe, einfach diese Gemeinschaft, die wir beide haben, die einige jetzt stille Zeiten nennen oder Secret Place oder dein Versteck, einfach wo du Zeit mit Jesus hast. Und ich hatte so unglaublich starke Zeit in meinem Zimmer, wo es einfach nur ich gewesen bin und seine Gegenwart. Also auch, wie gesagt, da war IHOP auch so ein großes Ding. Einfach so manchmal von den Chori, wo du merkst, dass echt was drauf, so da ist und das hat mich schon ganz früh ganz ganz tief berührt und einfach so, wo alles daraus fließt aus diesem Moment, dass ich einfach mit ihm alleine bin, sei es einfach, wenn ich einfach spazieren gegangen bin und ihm erzählt habe, was einfach gerade auf meinem Herzen ist oder von ihm gehört habe, ihn anbetet habe und so weiter. Das ist eigentlich so für mich eben auch so mein natürliches Habitat einfach gewesen und was dann irgendwie auch logischerweise Ausdruck findet dann in Gemeinde, aber startet immer alles in dieser persönlichen Zeit einfach mit ihm und das sind so prägende Momente gewesen und ich würde auch sagen, so mit die mich definiert haben als der ich heute bin und ein paar Jahre später habe ich im Nachgang tatsächlich gemerkt, dass weil ich mich so gefragt habe, warum liebe ich es so, einfach auch so Lobpreis im Hintergrund zu haben. Ich liebe auch die Stille so und das hat aber ein paar Jahre gebraucht, dass man älter wurde, aber so dieses konstant einfach so in seiner Gegenwart, wo er erhoben wird, wo einfach Salbung drauf ist, so, wo Heilige Geist drauf ist. Und tatsächlich habe ich mal eine Aufnahme gesehen von früher, wo mein Papa hat auch schon Akustikgitarre gespielt, ist auch ein Worshipper. Und ich lag da auf meiner kleinen Krabbeldecke und mein Papa hat einfach Jesus anbetet. Und das ist so, ich kann mich dann daran nicht erinnern, aber es macht Sinn, dass das einfach so, wenn du Gottes Gegenwart schon früh einfach kennenlernst, und das ist mein Herz für meine Kinder auch später, dass sie seine Gegenwart einfach kennen, sei es im Lobpreis, im Gebet, wie wir unseren Alltag leben und ihre eigene Beziehung zu ihm einfach bauen. Und da das unser natürlichstes Habitat ist, so. Das ist die beste Grundlage, glaube ich, die es einfach gibt und die in meinem Leben so der Pfad und Fokus gewesen ist. Das ist sehr spannend, dass du genau das hervorhebst, wo es hauptsächlich um die persönliche Beziehung zu Jesus geht, diese auszuleben. Ich glaube, da können viele Gemeinden auch einfach eine Erfrischung gebrauchen, um das jetzt böse zu meinen. Sich in den Vordergrund zu rufen, okay, was heißt es denn, Lobpreiser zu sein? Was heißt es auch in der Identität, in meiner persönlichen Lebensweise, ne? Also wie viel Zeit verbringe ich persönlich einfach in Gottes Gegenwart? Wir hatten damals in unserer Lobpreis-Leitergruppe auch so ein Thema, dass wir gesagt haben, das, was Gott uns zu Hause vor einem Gottesdienst in der Vorbereitung schenkt, das ist ja auch schon einfach ein großes Invest und an Zeit, da kreiert Gott irgendwie das, was er danach im Gottesdienst schreiben möchte, weil er quasi unser eigenes Herz irgendwie mit ihm in Einklang bringt und dann auf einmal
entstehen Momente, die du gar nicht planen kannst, weil sie Gott einfach hervorbringt. Und das geht nur in der persönlichen Zeit mit ihm, persönliche Zeit in seinem Wort, persönlich an dieses eherne Becken zu gehen und sich läutern zu lassen. Was das genau ist, werden wir auch in weiteren Worship-Nuggets aufnehmen, wo wir echt so ein bisschen die Stiftshütte auch auseinandernehmen wollen. Einfach weil es so elementar ist, gerade als Lobpreise neu zu verstehen, was sind denn Grundprinzipien, die uns persönlich ganz nah an seinem Herzschlag halten und bringen, sodass Gott wirklich dann auch sein Werk tun kann und wir nicht damit beschäftigt sind, irgendwie unser Instrument richtig zu spielen und den richtigen Ton zu singen, sondern vielmehr der inhaltliche Punkt, den Gott gerade bringen möchte, im Vordergrund steht. Ja. Total, total. Und manchmal spürt man ja auch, dass es gar nicht so sehr das ist, dieses, was man auch bewusst sagt und bewusst tut, sondern dass es eigentlich in unserem Leben häufig einfach Gewohnheiten sind, die sich auch manchmal schon einfach so abspielen. Da sind wir einfach drin, unsere Muster, die Dinge, die wir glauben, die sich da eingeschliffen haben über Jahre, sei es über das Leben, über uns selber, über Gott. Ich glaube, dass man das spürt einfach auch in Lobpreisleiterschaft und in Bands, wer wirklich auch das als natürliches, als einfach so was Eingeschliffenes hat. Und es ist einfach, wenn man auf der Bühne ist, ist es nicht anders. Jetzt muss ich irgendwie überlegen, jetzt mache ich das und das. Sondern es fließt einfach das, was schon angefangen hat in der Zeit, einfach mit ihm. So dass ich finde, David ist dann ein super Beispiel einfach, der, wo es mit ihm gestartet hat, alles mit seinem Lobpreis, den er Gott gebracht hat, wo niemand ihn gesehen hat, einfach auf dem Feld mit den Schafen. Er ist treu in dem gewesen, was ihm gegeben wurde und hat ihn anbetet. Und dasselbe sieht man später in seiner Königsherrschaft, wo eigentlich er den Palast verloren hat und wo alles das, wo man jetzt sagen könnte, das ist sein Status gewesen und so weiter. Man merkt, da wurzelte nicht seine Identität. Also sein Sohn, für jeder, der es ein bisschen weiß, sein Sohn Absalom hat gegen ihn aufbegehrt, sage ich jetzt mal so, und wollte seinen Platz einnehmen. Und die Reaktion Davids ist, den Palast erstmal zu verlassen. Und so nach dem Motto, wenn er ein besserer König ist, dann lass ihn einen besseren König sein. Mir ging es nie um den Palast. Aber wenn man sich das anschaut, was man sieht, ist, was David mitnimmt, ist die Bundeslade. Dass ihm wichtig ist, was für die Gegenwart Gottes steht im Alten Testament. Ja. Mir ist wichtig, dass das mit mir mitkommt. Weil das ist mein Anfang gewesen, die Gegenwart Gottes. Und das hat sich nichts verändert. Also jetzt auch, wo ich in dem sichtbaren Bereich bin und alle mich sehen und vielleicht feiern oder auch nicht. So, es hat sich nichts geändert. Das Herz ist dasselbe. Und ich glaube, dass Menschen das spüren, wo das Herz ist, Gott zu erheben und zu sagen, wenn man sozusagen, ich liebe diesen Ausdruck, in seinem Versteck zu sein, so diese, es sieht mich niemand, oder das Kämmerlein, was, wie es auch heißt, einfach, glaube ich, in der Luther-Übersetzung, so, ich bin in meiner Kammer und es sieht mich nur der Vater, der ins Verborgene sieht, und ich bin vor ihm, ich bringe ihm meinen Lobpreis. Und dann, auch wenn dann Menschen da sind, es spielt keine Rolle, weil mein Fokus ist das, was meine Absolut. Gewohnheit geworden ist, dass ich ihn sehe und dass ich ihn erhebe als der er ist. Und dass ich freien Zugang habe zu dem Thron der Gnade, dass ich einfach, auch wenn wir bei der Stiftshütte sind, ne, dass ich leben darf im Allerheiligsten, dass sogar die Bibel spricht, dass wir der Tempel des Heiligen Geistes sind. Das heißt, der Heilige Geist lebt in mir. Und jetzt ist es meine Entscheidung als Lobpreiser, und jetzt komme ich ein bisschen in ein anderes Gefilde, aber dieses gebe ich dem Raum in meinem Alltag einfach. Und das ist auch Lobpreis. Es ist nicht nur sozusagen mit Gitarre und ich singe, sondern in meinen alltäglichen Entscheidungen zu sagen, der Heilige Geist sagt nein. Dann antworte ich darauf und sage nein. Und das ist Lobpreis. Wenn er sagt, geh, dann gehe ich. Und, und ich glaube, diese Herzenshaltung ist was wirklich auch was freisetzt an Gegenwart Gottes, wenn wir gemeinsam einfach da sind und ihn anbeten. Und es kommt, fließt einfach alles aus diesem persönlichen, aus dieser persönlichen Beziehung mit ihm, und das Herz ist einfach am selben Fleck, ja. Ich glaube, es ist auch so wichtig für Gemeinde, das zu verstehen, dass es nicht um die Menschen geht, die vor einem stehen, sondern einzig und allein um Gott geht, und dass wir manchmal denken so, okay, kann ich das machen, kann ich so tun, also wir hatten mal eine Diskussion, kann ich Schuhe tragen und darf ich barfuß auf die Bühne, so, und am Ende haben wir gesagt, da, wo, wie ich mich vor Gott am wohlsten fühle, das ist etwas,
was so attraktiv auch für die Menschen ist, die Gott vielleicht noch gar nicht kennen, dass sie denken, was ist denn bitte schon anders bei ihm, und dem nachjagen und auf einmal offen sind für Neues und auch dem zuzuhören und auch zu fragen vielleicht, ne? Ja, weil wir ja dann echt aufpassen müssen, in der heutigen Zeit nicht irgendwie zu eventcharaktertechnisch nur der Welt nachzulaufen, jetzt müssen wir noch mehr Technik, noch mehr Licht und keine Ahnung was haben, sondern dass unser oberstes Ziel sollte ja sein, die Menschen in eine tiefere Beziehung mit Jesus zu führen, und dass sie vor allem auch mit dem Lobpreis lernen, authentisch einfach vom Papa zu stehen und zu wissen, ob ich jetzt Hände hebe, ob ich jetzt klatsche, ob ich jetzt liege oder was auch immer, dass das Wichtigste ist, dass ich das tue, was mich nahe zu Gottes Herzschlag am Ende auch zieht, und dem nachzugehen, ne? Und ein ganz Aspekt, der mir gerade aufgefallen ist, als du es erzählt hast, im Kontext von Lernen, ich meine, du bist Lehrer, du wirst mir noch einiges zu sagen können, aber was ich bei den Kindern sehe, ist einfach, sie lernen nicht, sondern sie imitieren. Ja, absolut. Und ich glaube, wenn wir an Gemeinde denken, kann das auch etwas sein, was uns inspiriert, zu sagen, okay, klar kann ich Gemeinde auch etwas lehren, aber das viel Stärkere ist, sich zu fragen, wie leben wir Glauben? Als Einzelne und auch in der Gemeinde, als ein Leitungsteam oder was auch immer, weil am Ende ich das gemerkt habe über die Jahre, wie ich überall in unterschiedlichen Gemeinden unterschiedliche Arten des Lebens gesehen habe und am Ende der Leib anfängt, das zu imitieren. Ja, und das ist vielmehr, deswswegen gibt es auf einmal so eine Hillsong-Kultur, oder es gab dann jetzt auch so eine ICF-Art und Weise, oder auch bei uns in Hamburg in der Elem war es dann so, ja, die Elem ist so und so, weil es am Ende ist es so, wir Menschen sind halt irgendwie Gemeinschaft liebend und fangen halt auch an, uns so mit anzupassen, und deswegen so so eine wichtige Ermutigung, zuerst zum Papa zu gehen, ins Wort zu gehen, von ihm verändert zu werden und aus den Stories, die dort drinstehen, zu verstehen, wie wichtig es ist, es echt zu leben. Ja. Und das andere kommt. Und ob wir nun freien Lobpreis machen und wir denken, oh, das holt ja keinen ab. Was auch immer der Geist Gottes tut, soll passieren, so, ne? Also, Total, total, ja. Wenn du jetzt an die Leuchtfeuergemeinde denkst und bei euch, jetzt seid ihr auch dabei, einen Campus noch zu gründen in Lübeck, was ist euch als Lobpreiskultur wichtig? Gibt es dort gewisse Eckpunkte, wo ihr sagt, das ist elementar, oder da legt ihr besonderen Wert drauf, oder das wollt ihr auch prägen? Ja, ja, absolut. Absolut. Ich glaube, eine Sache ist schon so ein bisschen angesprochen worden, und das ist der Bereich von Gottes Gegenwart. Also das ist immer unser Herz, dass wir einen Raum schaffen für die Gegenwart Gottes, einfach wo der Himmel die Erde berühren kann, so wo Menschen hineintreten können, einfach in diesen Raum. Und das fängt einfach an mit unserer Prämisse, dass wir sagen, Priorität hat einfach, dass seine Gegenwart Raum hat. Und einfach, wie du es eigentlich gesagt hast, ne? Und das mag dann sein durch einen Song, das mag auch das sein, was ich auch irgendwie im Laufe der letzten Jahre so liebe, sei es durch IHOP, aber auch Jesus Culture hat es viel geprägt, Bethel, einfach über diese neuen Lieder, diese spontanen Momente, spontaneous moments, wo auf einmal ein Lied entsteht, manchmal auch einfach prophetischer Natur, Chorus und so weiter, und man spürt einfach, da liegt gerade was drauf, das ist das, was Gott gerade aussprechen möchte, was er gerade als Wahrheit deklariert haben möchte, sage ich jetzt mal so, oder es ist der Wahnsinn. Und ich glaube, das ist einfach unser Herz, dass wir sehen, dass Gott einfach tut, was er einfach tun möchte, und dass wir dafür einfach Gefäße sind. Wir können es nicht produzieren, aber das Beste, was wir machen können, ist einfach wieder, dass wir ein Herz haben des Lobpreises in dem Verborgenen, sozusagen nur wir, und dann, wenn wir gemeinsam da sind, das bedeutet auch, wenn wir uns treffen, wir haben mittwochs unsere Proben von Eutinern aus, montags von den Lübeckern, und unsere Kultur ist, das Erste, was wir machen für eine halbe Stunde, ist es, Jesus zu anbeten, ihm einfach Raum zu geben und einfach es fließen zu lassen. Wir haben dann vielleicht einen Song, der die Grundlage ist, aber wir schauen auch, was kommt einfach so an Cori, wie können wir ihn einfach erheben, und es sind tiefe Momente, die uns auch einfach da drin schleifen und uns einfach so ein gemeinsames Momentum schenken. Also Gegenwart ist alles. Also so deswegen auch, es gibt dieses eine Lied von Joy und Marcus, dir nah zu sein, ist mein Glück. Und ich glaube, das ist wirklich das, was wir auch so in unserem Eingang vom Foyer in unseren Saal einfach stehen haben. Das ist wirklich das, wo wir sagen,
das ist das Größte, was Jesus getan hat, dass der Vorhang im Tempel zerrissen ist und da, wo vorher nur ein Hohepriester nach einer Menge an Reinigungsritualen einmal im Jahr rein konnte, das ist jetzt der Ort, an dem wir leben dürfen, in der Gegenwart Gottes. Und dementsprechend ist es das Wundervollste, was geschehen kann, einfach dort zu sein. Und dann, wenn wir uns aufmachen sozusagen, also ich habe nicht das Verständnis, dass wir beten und kommt von außen etwas, sondern es ist vielmehr der Heilige Geist, der in uns lebt. Und wir singen ihm, wir anbeten ihm und es steigt etwas in uns auf. Und wenn das denn viele machen, dann ist das genau, was die Bibel einfach dann auch beschreibt, als dass er thront im Lobpreis seines Volkes so. Und das ist einfach unser Herz, einfach immer wieder selber ihn zu anbeten und einen Raum zu schaffen für seine Gegenwart, wo Menschen eintauchen können. Und der zweite Wert, das ist auch einer, der mir sehr wichtig geworden ist, im Laufe meines Studiums, ich bin dann, wer sie kennt, dann von der Gemeinde meiner Eltern aus, dann aus Neumünster, dann zum Studium bin ich da gewesen für 5 Jahre in Flensburg bei den Equippers. In Flensburg, damals waren sie noch nicht Equippers, aber da, wo ich glaube, dass sich der Wert einfach von Exzellenz einfach so da am stärksten mit eingeschliffen hat, würde ich sagen. Also Gegenwart war vorher schon immer was so in meinem Leben, aber so dieser Bereich von Exzellenz. Und wir arbeiten an unserem Handwerk. So, wenn man in die Bibel guckt, ist es spannend, dass die ersten Personen, die beschrieben werden, dass sie mit dem Geist Gottes erfüllt gewesen sind, sind Schmiede oder so, die halt einfach angefangen haben im Rahmen von dem Stiftshüttenbau, meine ich, wenn ich nicht ganz falsch liege gerade. Und das finde ich spannend, dass da gerade, da wo Handwerk und wo Kunst da ist, so dass sie erfüllt wurden von dem Geist Gottes, von der Kreativität, von Weisheit, wie man Dinge gestaltet. Und ich meine, wenn man in die Natur schaut, dann sieht man, es ist pure Schönheit. Also wenn man mal einen Sonnenuntergang sieht oder ich bin Schleswig-Holsteiner Nordlicht schon seit jeher, wird sich auch, glaube ich, nicht ändern. Ich liebe das einfach so, was das Wasser angeht und wie Licht spielt mit den Bäumen und so weiter und auf dem Gras, mit dem Frost gerade, jetzt gerade in der Winterzeit, wie sich Blätter verfärben und all das, ne? Auch wie Menschen interagieren, so in dieser göttlichen Art und Weise Beziehung. Da ist so viel Schönheit drin. Und wo ich denke, all diese Schönheit, die wir in Gott sehen, in wer er ist und in seiner Schöpfung, auch in unserer Interaktion, warum sollte sich die nicht ausdrücken in der Art und Weise, wie wir ihn anbeten? So, und ich glaube, dass Gott es in erster Linie um unser Herz geht. Also dass sein erstes Ding ist. Und trotzdem denke ich auch immer wieder, dass er es wert ist auch, dass ich mich investiere. Ich würde ja auch nicht, wenn ich auf ein Date gehe mit meiner Frau, am Anfang hätte ich auch nicht gesagt, so, jetzt rotze ich hier irgendwie eine Kerze hin und fertig. So. sondern man macht es ja schön einfach. Warum? Weil ich ihr Wert beimesse. Mhm. Und genauso wie viel mehr einfach Gott, der Mensch geworden ist, der dieses vollkommene Leben uns geschenkt hat, was er gelebt hat, um einfach unseren ganzen, jetzt nehme ich das Wort wieder auf, Rotz zu nehmen, so. Wie viel mehr verdient er mein Lob, verdient er mein Herz, verdient er meine Zeit, meinen Lobpreis, und auch die Art und Weise, wie ich das tue. Und wir sind geschaffen im Bilde Gottes. Das heißt für mich unter anderem auch, dass dieser Sinn für Schönheit, den er ja haben muss, sonst hätte er es anders geschaffen. Also, aber wir haben so viele Früchte und Gemüse, verschiedenste Arten und Weisen, können die mit Gewürzen kombinieren und so weiter. Da ist Schönheit drin und Kreativität. Und wir sind im Bilde Gottes geschaffen. Das heißt, wir haben dieselbe, das spüren, wir haben dieselbe Kreativität. Und das spricht etwas in uns an. Und ich glaube, dass es absolut richtig ist, dass wir Gott das so geben, aber auch, dass wir Menschen es einfach machen, ihm da zu begegnen, weil Menschen haben schon genügend Dinge an Emotionen, die sie mal beiseite legen dürfen oder vielleicht an Lügen, die sie beschäftigen, an Umständen, die machen es ihnen schon schwer genug, manchmal Jesus zu anbeten, und es ist wunderschön und es ist so eine Power da drin, wenn wir uns entscheiden, diese Dinge beiseite zu legen und zu sagen, ja, sie sind da, aber ich setze meinen Fokus auf dich und ich schaue auf dich, ich anbete dich trotzdem. Das ist pure Schönheit. Es gibt kein schöneres Opfer, aber trotzdem muss ich es Menschen nicht schwer machen durch eine verstimmte Gitarre oder durch ein schiefes Singen. Ich bin ehrlich, Nico, wenn da die Gegenwart Gottes drauf ist, dann nehme ich immer noch lieber das schiefe Singen als jeder Ton, der sitzt.
aber der leer ist und wo die Gegenwart Gottes nicht drauf ist, wo das Herz nicht dabei ist. Absolut. Aber ich glaube nicht, dass sich das widerspricht, sondern es kommt einfach zusammen. Und dann Gottes Gegenwart in Exzellenz kommuniziert. Wow, das ist, ist der Wahnsinn. Und das ist das, was ich in meiner Zeit in Flensburg super mitbekommen habe. Ganz, ganz starke Leiter. Ich bin super dankbar für all die Leiter, die mich durchgetragen haben und inspiriert haben, mich mit reingenommen haben über die Jahre. Und genau, da nochmal an Simon und Lilly Pahl, die da mich ganz stark geprägt haben, mir Raum gegeben haben. Auch uns, wir waren, glaube ich, ein Team von 4, 5 Worship-Leitern. Und genau, es war eine super starke Zeit, einfach um diesen Bereich einfach mit drin zu haben von Exzellenz. Und das sind so zwei unserer Kernwerte. Wir haben noch ein paar mehr, aber ich glaube, das sind die zwei hauptsächlichen Dinge, die auf unserem Herzen sind, ja. Ja, und ich glaube, wenn man dir ganz genau zuhört, dann wird eins ganz klar und sichtbar, dass am Ende so ein Podcast wie dieser, wo es um Lobpreis geht, der am Ende nicht nur für die Leute gedacht ist, die Lobpreis machen in der Gemeinde und dort in einem Team sind, sondern vor allem für uns alle, die an Jesus Christus glauben. Also die Lobpreiskultur war ja auch einfach früher viel tiefer verankert. Es hatte alles einen Zusammenhang. Die Menschen waren frei, einfach lauten Jubelruf auszustoßen, wann immer sie es gespürt haben, dass es dran war, um Gott einfach Ehre zu geben und Danke zu sagen. So viel natürlich ist was verloren gegangen, so wo wir uns zurücknehmen, wo wir Angst haben, wo wir auch immer wieder versuchen, so ruhige Momente zu killen, und dass am Ende Lobpreiskultur heißt, Gottes Wort zu leben. Und dass in dem Wort, was geschrieben steht, mit den Empfehlungen, die dort quasi drin stehen, also ob man das Gesetz als Gesetz nimmt, aber am Ende, wo ich glaube, dass der Geist Gottes es offenbart, dass nach und nach, da wo wir mehr und mehr immer wieder gewisse Verse auch lesen, immer mehr offenbar wird, was die eigentliche Wahrheit ist. Und dass die ausgelebte Wahrheit des Wort Gottes der absolute Lobpreis ist. So. Dass quasi da, wo wir das lernen, dem nachzugehen, wir Gott allergrößte Ehre bringen durch sein Wort. Und da auch immer die Messschnur, dass das Wort am Ende ist. Ne? Und ja, das führt mich jetzt noch zur Frage, denkst du, dass Lobpreisleiter oder auch die Leute, die in einem Lobpreisleiter-Team sind, eine besondere Verantwortung haben, oder sollten sie sich einer Verantwortung bewusst sein? Wie siehst du das Thema? Also ich glaube, dass in erster Linie immer wichtig ist, dass wir wissen, dass wir Gott gegenüber verantwortlich sind, einfach in erster Linie Beziehung mit ihm zu leben. Und weil das habe ich ja schon im Vorwege gesagt, dass es so wichtig ist, dass da alles draus fließt. Und dementsprechend auch, dass ich einfach an meinem Handwerk, da sind wir wieder beim Exzellenzpunkt, dass ich da einfach weiter übe, weil es und weitergehe, weil es mich auch freisetzt gerade. Und das ist was für Leuchtfeuer, was wir lieben, sind diese Momente, wo man auf einmal merkt, wir haben uns bestmöglich vorbereitet. Das sind die Songs, die wir empfunden haben, die für diesen Sonntag dran sind, so wo Gott was durchwirken möchte. Und wenn dann diese Momente aber kommen, wo man spürt, die Gegenwart Gottes übernimmt und da ist dieses Momentum da, wenn alle ihm einfach gegenüber singen und da entstehen diese neuen Lieder, und genau wie du gesagt hast, wie wir es auch lesen in der Bibel, einfach wo er laut gepriesen wird, einfach wo aber auch diese Momente einfach da sind, wo du einfach dich nur beugst vor ihm und die Gegenwart Gottes ist da und du hast das Gefühl, du kannst kein Wort sagen, weil seine Gegenwart ist so anfassbar, ne? Und dafür ist es super wichtig, einfach, dass wir auch einfach in unserem Handwerk da gut sind, dass wir diese Momente mit begleiten können. Und das startet wieder in unserer persönlichen Zeit, dass wir da einfach wachsen. Und von daher ist, glaube ich, die erste Anforderung immer für uns als Lobpreiser, immer für uns selber. Einfach mit einem offenen, anbetenden Herzen zu kommen, nichts reinkommen zu lassen, unsere Beziehung mit Gott. Und auf der anderen Seite einfach zu wachsen, neue Dinge auch auszuprobieren, neue Songs. Aber ich würde auch sagen, ganz wichtig ist mir auch immer gewesen, dass einfach da, wie der Heilige Geist auch leitet, und nicht nur im Lobpreiskontext, sondern allgemein. Ich hatte einen Moment in Flensburg, wo ich gesagt hatte, ich möchte mehr von deiner Gegenwart, ich möchte mehr von deiner Herrlichkeit. Und das, was der Heilige Geist geantwortet hat, war: Wenn du mehr von dem möchtest, dann bedeutet das, dass du mehr von dem teilen musst, was ich dir gegeben habe.
und wo für mich die ganze Geschichte angefangen hat, mehr mein Glauben mit reinzunehmen in meinen Alltag, Menschen von Jesus zu erzählen, für Menschen zu beten. Also das ist das, was mich auf die Straße gebracht hat. Gar nicht so sehr, weil ich jetzt dachte, oh, die Menschen müssen Jesus kennenlernen, sondern weil ich dachte, ich möchte mehr von seiner Gegenwart. Und dementsprechend bin ich im Gehorsam ihm gegenüber gegangen. Und das Resultat war aber, dass Menschen Jesus kennengelernt haben. Mein Herz ist zerbrochen worden für die Menschen. Und gleichzeitig einfach ist im Lobpreis mehr entstanden auch einfach, ne? weil man wirklich, und das hast du so schön gesagt, weil man ist am Herzschlag Gottes und man lässt nichts einfach dazwischen kommen. Und ich, von Gott aus ist dann nichts mehr da. Der Vorhang ist zerrissen. Jesus hat gesagt, es ist vollbracht. Das Thema ist durch. Es kommt dann nichts dazwischen. Das Einzige, was sein kann, ist, dass ich mich beschäftigen lasse im Alltag, dass ich mir meine Zeit mit ihm nicht mehr nehme, dass ich sage, meine To-Dos sind wichtig und To-Dos sind wichtig, aber dass ich immer die erste Sache sein lasse, und das ist seine Gegenwart und ihm Raum zu geben. Und ich glaube, das ist super wichtig, und einfach, wo er einen Stopp setzt, dann auch zu sagen, gut, dann setze ich da auch einen Stopp in Ding und dem einfach nachzugehen. Ich glaube, das ist einfach das Wichtigste. Und ansonsten einfach Zeiten zu haben, wo wir gemeinsam anbeten, auch gemeinsam, ne, schauen, dass wir einfach fließen, wo es nicht darum geht, wir erarbeiten einen Song, sondern wir haben vielleicht einen Song als Grundlage oder sei es auch nur dann irgendwie eine Chord Progression, wie sagt man auf Deutsch, eine Akkordabfolge, wo wir einfach draufbleiben und dass wir einfach miteinander fließen und so in der Lage sind, so Momente einfach gut verwalten zu können. Hört sich ein bisschen doof an, aber dass die entstehen und dass wir einander da drin kennenlernen und so weiter. Und ich glaube, ab dem Moment, wenn man stoppt, Neues auszuprobieren und wenn man einfach da drin bleibt, den Song habe ich schon immer gesungen und so weiter, dann wird es schwierig. Aber wenn wir immer offen bleiben für dieses Neue, was er macht und für das, was er sprechen möchte, dann entstehen auch neue Sounds, dann entsteht neue, frische Offenbarung. Was ich zum Beispiel liebe, das habe ich auch gerade wieder neu für mich entdeckt, ist einfach mir die Bibel zu schnappen. Meistens sind es die Psalmen tatsächlich, in denen ich lande, und sie einfach zu singen. Ich habe meine Akkorde auf dem Klavier oder auf der Gitarre und ich singe sie ihm einfach, und es ist der Wahnsinn, was für frische Offenbarung manchmal auf einmal kommt, während du das paraphrasierst, während du Dinge, die du selber erlebt hast mit Jesus, auf einmal, wie du ihn siehst, damit reinbringst. Und genau, ich schmücke das jetzt ein bisschen aus. Also offen zu bleiben für das Neue, was er einfach tun möchte. So, das ist, glaube ich, super, super wichtig. Und sich trotzdem nicht definieren zu lassen von der Form. Zu sagen, die Form wird jetzt alles, sondern die Form ist immer ein Gefäß für das, was unser Herz ist, nämlich dass seine Gegenwart den Raum erfüllt. Weil dann werden Menschen geheilt. Dann findet das statt, dass Menschen ihn sehen, wie er wirklich ist, dass Lügen zerbrechen und mit Wahrheit ergänzt werden. Ja. Ja, und es ist in der heutigen Zeit so was Elementares, was du ansprichst. Da, wo meine Liebe zu Jesus einen Ausdruck findet, dort nimmt auch seine Gegenwart zu. Dort nimmt seine Herrlichkeit zu. Dort werde ich mehr von Jesus erleben, weil ich nicht mehr mich beschränke auf, ich muss irgendwie richtig agieren oder richtig handeln, sondern aus meiner Liebe zu ihm hin fange ich an, Dinge zu tun, die ich mich vorher vielleicht nicht getraut habe, weil ich weiß, ich bin in Partnerschaft, ne? Weil ich meine Frau, meinen Partner so sehr liebe, fange ich an, kreativ zu sein. Ich überlege mir was, wie ich jemanden überraschen kann. Das ist auch ein Ausdruck von Liebe, und auch genauso spontaner Lobpreis ist für mich deswegen auch ein Ausdruck von Liebe, dem ich nicht sage, jetzt beschränke ich mich nur auf dieses Blatt, was vor mir liegt, sondern ich überlege mir was oder ich lasse es fließen und schaue, was Neues herauskommt und Kreativität. Mhm. Und ich glaube auch, dass jeder Mensch das in sich trägt, in irgendeiner Art und Weise. Manche sind vielleicht ein bisschen geradliniger, anderen sehr, sehr ausschweifend, aber ich glaube, das Allerwichtigste, dem nachzugehen, seiner Liebe einen Ausdruck zu geben. Und mein Lieblingsmotto ist deswegen auch Lebe Liebe, weil Jesus am Ende des Tages ja sagt, du kannst alles vergessen, wenn du das Thema Liebe nicht verstehst, wie man Liebe lebt, dass das Liebe so häufig auch einfach eine Entscheidung ist, weil wir uns nicht immer danach fühlen. Aber darin seine Gegenwart, seine Herrlichkeit
einfach drinsteckt. Und das liebe ich auch an 1. Korinther 13, das nicht immer nur als ein Liebesbeziehungsthema zu sehen, sondern zu verstehen, wahre Liebe beinhaltet das und führt automatisch dazu, dass ich gar nicht mehr darüber nachdenke, zu sündigen oder nicht zu sündigen. Oder ich darüber nachdenke, wie mache ich es richtig, weil die Liebe mich dazu bringt, es richtig zu tun. Ja. Weil ich jemanden liebe, schreie ich ihn nicht an oder bringe keine böswilligen Kommentare. All diese Themen. Ne? Absolut. Und würdest du auch sagen, das ist so dein Herzschlag für den Norden? Ja, absolut. Ich glaube einfach, wenn wir wirklich eine Offenbarung darüber haben, über die Güte Gottes, über wer er ist, und ihn sehen. Und das passiert nur, wenn wir Zeit mit ihm verbringen, wenn wir Zeit verbringen einfach in seinem Wort, in der Bibel, wenn wir Zeit verbringen im Gebet. Und mir geht's da gar nicht darum, leiste deine Zeit ab und so weiter. Nicht aus so einem Tun heraus, sondern wie du es gesagt hast, wie aus einer Beziehung heraus. Und das bedeutet, dass man sich manchmal auch wirklich diese Zeit einfach auch nehmen muss. So, ich meine, ich fand es mal ganz spannend. Ich war vor einem Jahr auf dem Bible College in Dänemark und wo ich mit jemandem gesprochen hatte, so dort darüber über die Beziehung zu Jesus, und wo ich gesagt hatte, ich möchte gern wieder mehr Zeit mit ihm, und wo sie gesagt hatte, ja, aber du verbringst doch tagtäglich Zeit mit ihm. Habe ich gesagt, das stimmt, aber manchmal braucht es das einfach, dass wir nicht nur so nebenher einfach laufen, sondern und einen so wie ich ja auch nicht mehr wünsche, dass meine Frau und ich, dass wir einander sehen und dann bereiten wir kurz was vor und so weiter und organisieren was und dann gehen wir beide so in unsere Bereiche. Das ist auch, ja, wir sehen uns, aber sehen wir uns? Und das wäre dieses, ne, haben wir Dates. Ja, so, und das, ja. Und das ist so wichtig, dass wir, ich glaube, daran kommen wir nicht vorbei, einfach diesen Raum uns einfach zu nehmen, wo wir sagen, nein, ich verbringe Zeit einfach mit ihm, und ich wiederhole mich da, aber ich glaube einfach, es fließt alles daraus und aus dieser Offenbarung seiner Güte. Und das ist der zweite Moment in meinem Leben gewesen, wo ich gemerkt habe, dass ich, das war tatsächlich nach der Zeit in Dänemark, wo ich viel in meinem Leben gelernt habe, ein Leben zu leben, der Heiligkeit, der Gott Wohlgefälligkeit, so, und wusste, hey, das ist das, was Gott sich wünscht, und das mache ich als Reaktion auf seine Liebe. Aber was ist, wenn meine Schwäche da ist, und was ist für Dinge, die zerbrochen sind? Und diese Seite von Gott kannte ich nicht, ja, dass er da hineinkommt mit seiner Güte, mit seiner Gnade, und dass er wieder ganz macht. Und es sind da echt meine erste Beziehung ist dann nach 4 Jahren zerbrochen, und es war vieles einfach, was so runtergefahren war und wo ich gemerkt habe, auch den Anspruch, den ich selber an mich habe in Bereichen, und wo ich auch das Gefühl habe, Gott hat diesen Anspruch an mich, ich werde dem gar nicht genug. Und das war wirklich so ein Moment, es war wirklich eine krasse Zeit, wo ich wirklich wie auf dem Boden lag und in dem Moment ich Gnade verstanden habe, ich eine Offenbarung hatte über Gnade, dass es nicht darauf ankommt, darauf, dass ich das, was ich als Anspruch gesehen habe in der Bibel, dass ich das leiste, sondern dass es sein Geist in mir ist, dass dafür Jesus tatsächlich, ist eigentlich traurig, dass man sagen muss, aber dass dafür das Kreuz wichtig war. Ich habe das Kreuz hier verstanden, aber es ist hier nicht angekommen. Ja. Das war so ein Moment, so einfach von wo ich seine Güte nochmal neu verstanden habe. Ich habe davor schon so viel mit Jesus erlebt. Aber ab diesem Moment, wo ich gesehen habe, wow, er ist so gut. Und auch in all dem, was ich erlebt habe, wo ich sage, er hat alles zu meinem Besten dienen lassen. Ne? So wie es einfach in der Bibel steht. Denen, die ihn lieben, wird alles zum Besten dienen. Das habe ich erlebt. Und ich bereue nichts von den Dingen, die vielleicht kaputt gegangen sind im Laufe meines Lebens. So, sondern ich sage, ich sehe nur dieses ganze Leben und ich sehe nur Gnade und Güte, die mir gefolgt sind, ein Leben lang einfach. Und wenn man so mit Jesus einfach da durchgeht, ohne jetzt zu sagen, oh, ich habe das richtig gemacht und so weiter, das ist einfach eine Gnade, dass ich das einfach erleben durfte. Aber das macht was mit unserem Lobpreis. Weil es ist ja nicht, ich erwarte etwas, dass du mir jetzt etwas gibst, sondern aus dem,
ich erinnere mich daran, was du getan hast. Ich erinnere mich daran, was du am Kreuz getan hast. Ich erinnere mich daran, wie du treu gewesen bist in diesen Situationen, für deine Versorgung. Ich danke dir, dass da nichts zwischen uns ist, dass du mich frei gemacht hast von der Macht der Sünde. Ich danke dir dafür, für all diese Dinge, dass du mein bester Freund bist, dass du der Schöpfer bist. Und dann ich wie könnte ich anders, als ihn zu erheben? Und dann auch zu sagen, ich lege einfach ein Stück weit die Dinge, die ich auch, wo einfach meine Gefühle manchmal nicht nachkommen. Du hast das gesagt, Liebe ist eine Entscheidung. Ich lege das beiseite und ich erhebe ihn. Und da ist so eine Schönheit und so eine Kraft einfach drin. Weil ich glaube, wenn wir mit einer Lüge heutzutage einfach strugglen, ist das, dass unsere Gefühle das Maß aller Dinge sind oder unsere Umstände und sie definieren dann, wie wir interagieren. Und ich glaube einfach, dass einfach die Art und Weise, wie wir Gott sehen und erkennen und ihn anbeten, dass das so etwas verändert. Und wenn wir uns sagen, ich entscheide mich, weil das können wir hier auf dieser Seite der Ewigkeit, können wir das. Wir können uns noch entscheiden, weil Umstände sind, wie sie sind. Wenn wir in der Ewigkeit bei ihm sind, dann ist es eine pure Herrlichkeit. Alle Tränen sind getrocknet. Das Lobpreisopfer und die Schönheit eines Lobpreisopfers, ihn zu erheben, ist hier inmitten der Umstände, inmitten von Leid und von Fragezeichen. Und wenn ich mich dann entscheide, ihm zu anbeten, oder wie David es auch ausgedrückt hat, ich bringe ihm etwas, was mich etwas gekostet hat. Und ich möchte ihm nicht etwas bringen, was mich nichts gekostet hat. Ja. Das ist Schönheit. Das ist diese Liebesbeziehung zu ihm. Das ist Lobpreis. Und das ist einfach mein Herz, dass wir da einfach eintauchen und im Norden da einfach zusammenkommen und in dieser Freiheit, weißt du, ob ich jetzt meine Hände hebe, ob ich vor ihm sitze, ich habe Lobpreiszeiten, wo ich einfach nur mein Herz aussinge, manchmal nur, wo ich einfach nur heule in seiner Gegenwart, wo er mich füllt mit seiner Freude. Ich liege dann unterm Waschbecken, weißt du, und es ist einfach nur er und ich, und es sind nicht viele Worte. Manchmal findet es Ausdruck in einem Lied und manchmal gibt es kein Lied dafür und du musst selber das singen. Einfach sing dein Herz, sing das, was dich beschäftigt. Gib ihm einfach Raum. Und ich glaube, einfach wenn wir da in dieser Freiheit, in unserem Jubeln, in unserem Sitzen, Stehen, Liegen, ihn feiern, uns vor ihm beugen, wie auch immer das aussieht, so. So gut. Es darf auch verrückt aussehen. In Tanz, in Musik, in Kreativität. Aber das ist etwas, wo auch meine Sehnsucht ist, dass Menschen einfach mit drin sind, weil das ist ja unser Herz für Gemeinde auch, dass sie hineinkommen und dass sie ein Zuhause finden. Und ich glaube, dieses Zuhause finden sie in der Gemeinschaft mit uns, aber finden sie auch in seiner Gegenwart, wo er einfach unser Papa erhöht ist und er wirken kann an ihren Herzen und wir ihn erheben. Das ist mein Herz. Einfach. Was für ein Traum, Joscha. Wie schön, dass du genau das mit uns teilst. So offen, so authentisch. Richtig, richtig stark. Und ich hatte vorher die Bibel aufgeschlagen oder mir ein Vers entgegengesprungen, der so genau dazu reinspricht, die Hoffnung derer, die durch Jesus Christus mit Gott versöhnt sind. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Und Glauben nehmen wir das nun auch in Anspruch. Und das ist auch so, es in Anspruch zu nehmen, heißt es auch zu tun. Das ist die Freiheit, sich zu entscheiden, es zu tun. Das ist, das ist unfassbar, dass wir es in Anspruch nehmen dürfen. Das ist eine freiwillige Entscheidung und das ist pure Gnade, aufgrund dessen sich frei dafür zu entscheiden. Und dann darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Und Joscha, in diesem Sinne danke ich dir so sehr für dieses Gespräch. Sehr gerne. Und ich will dich auch persönlich einladen, wenn du im Norden sagst, Leuchtfeuergemeinde Eutin oder jetzt Lübeck, schaut vorbei, lernt Joscha kennen, lernt all diese mega, mega sehr gerne Jesus verliebten Menschen kennen. Schalt auch beim nächsten Mal wieder ein zum Lighthouse Worship Podcast. Seid gesegnet und bis bald. Ciao, ciao.